Also ich habe durch meine Zeit am Sportgymnasium gelernt, mit Druck gut umzugehen, den Anforderungen des Medizinstudiums gerecht zu werden und letztendlich auch die Erkenntnis gewonnen, dass sich harte Arbeit auszahlt und man den Lohn dafür auch einfährt. Und alles in allem würde ich sagen, dass mir die Zeit am Sportgymnasium wirklich viel gebracht hat und mich wirklich auf das spätere Leben vorbereitet hat. Es ist eine Erfahrung fürs Leben. Ihr könnt Schule und Sport optimal miteinander vereinen. Und ich hatte persönlich das Glück, dann auch nach der Schule den Sport weiterführen zu können, eine Zeit lang mein Hobby zum Beruf machen zu können, habe aber dennoch an der Sportschule ein gutes Abitur machen können, danach studiert. Und ich denke, für alle, die Lust auf Sport haben, leichtig talentiert sind und Schule und Sport miteinander vereinbaren wollen, sind die Sportschulen in Erfurt und Jena der richtige Ansprechpartner für euch. Thomas, du bist ja vor kurzem Vater geworden, letztes Jahr. Was würdest du deinem Kind in 10 Jahren so sagen? Wie würdest du es überzeugen, um ans Sportgymnasium Jena zu gehen? Ja, mir persönlich stand die Entscheidung ja super frei. Meine Eltern haben mich gefördert, ich war aktives Kind und der Gang zum Sportgymnasium war irgendwie logische Konsequenz. War schon lange im damals noch TuS Jena, jetzt ist es der LC Jena, bin da groß geworden und ich glaube, gerade dieses Vereinsleben ist erstmal Punkt 1, was ich meinem Kind definitiv gerne wieder mitgeben würde. Ob es der Sportverein am Ende ist, das weiß ich heute noch nicht. Ich werde es aktiv vorleben, aber das ist dann ganz frei seine Entscheidung. Für mich persönlich ist das Sportgymnasium immer ein Setup gewesen, wo ich mich sicher gefühlt habe. Als Kind, auch als Jugendlicher, ich wusste, da sind Menschen, die wissen, was sie tun. Ich hatte Vertrauen in die Lehrerbelegschaft, ich hatte selber als Athlet auch Vertrauen in das Trainerteam dahinter. Und was mir persönlich super gefallen hat, was ich immer wieder auch empfehlen würde, ist einfach so eine gesunde Verzahnung. Die in der Schule wussten, was die im Sport machen und umgedreht, das funktioniert in Jena sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich kenne auch Beispiele aus anderen Sportgymnasien. Es wird unterschiedlich umgesetzt. Ich finde, in Jena spürt man eine gewisse familiäre Gemeinschaft, die immer noch den Performance-Gedanken trägt. Das ist mir persönlich als wirklich leibhafter Leistungssportler auch total wichtig, dass man, klar, auch kindgerecht, jugendlichengerecht, aber doch wirklich diese Leistungsmerkmale auch immer wieder vermittelt. Super. Und als zweite Frage, es ist ja weitgehend bekannt, dass du erst relativ spät zum Sperrwurf gekommen bist. Hat dich da das System hier auch in dem Sinne gefördert oder hat es das überhaupt zugelassen oder wie hat es das zugelassen, dass du dann vom Dreisprung zum Sperrwurf wechseln konntest? Ja, da fielen viele, viele Faktoren hinein. Natürlich zuerst einmal, dass ich immer die Passion fürs Speerwerfen getragen habe, eine andere Disziplin gemacht habe. Die Gründe dafür sind sehr, sehr unterschiedlich. Wir sind natürlich ein Land, wo es auch um Normen geht. Um in der Schule zu verbleiben, musst du sportliche Performance auch beweisen. Ich war ein Kind, was sich erstmal nicht so schnell entwickelt hat. Das gibt es bei Jungs, wenn du nicht mit 13 Vollbart hast, dann bist du in der Leichtathletik erstmal nicht gleich vorn dabei. Deswegen hat das Springen erstmal mehr Sinn gemacht. Das Speerwerfen ist eine physische Disziplin, ist auch ein Stück weit gefährlicher. Und dementsprechend hat das System mich da super abgefangen, habe viel Spaß gehabt im Sprung, habe viel gelernt. Aber als der Tag kam, wo ich gesagt habe, hey, meine Passion ist eigentlich was anderes, meine Passion ist eigentlich das Werfen, da war ein Trainerteam da, was es in dem Moment unterstützt hat. Und da bin ich definitiv sehr, sehr dankbar, sonst würde ich hier heute wahrscheinlich nicht als Olympiasieger stehen. Ja, also die Zeit würde ich erstmal als eine sehr, sehr gute Zeit beschreiben. Jeder, der ambitioniert Sport treiben will und vielleicht auch eine gewisse Zukunft drin sieht oder das gerne langfristig weiterführen möchte, ist natürlich super dort aufgehoben. Man kann Training plus Schule super miteinander verbinden. Man hat zusätzliche Einheiten in der Schulzeit, was natürlich auch nochmal ein besseres Training ermöglicht. Was ich für mich persönlich sagen kann, was ich am meisten gelernt habe an dieser Schule, ist einmal Disziplin zu haben und zweitens auch, ich sag mal, mit der Zeit gut umzugehen, also seine Zeit gut zu managen, nach dem Training die Hausaufgaben zu machen oder davor eben diese, ja, sich selber zu organisieren, seinen Tag ordentlich zu organisieren. Dass man natürlich mit seinen Teamkollegen zusammen in der Klasse ist und da vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr für die Schule sich gegenseitig helfen kann, ist, denke ich mal, auch noch ein relativ positiver Aspekt. Und ansonsten ist es eben so, dass die Schule schon Rücksicht nimmt auf, ich sag mal, wenn du jetzt am Wochenende Wettkampf hast oder sonstiges, man kann mit Lehrern reden, man kann gewisse Dinge vielleicht mal vorziehen oder auch nach hinten schieben, dass es eben besser auf den Sport angepasst ist. Und es ist einfach eine sehr, sehr gute Atmosphäre in der Schule. Jeder ist Sportler, jeder hat eine gewisse Gemeinsamkeit und das ist einfach ein schönes Gefüge.